Ja, meine Freunde der Sonne, wie versprochen kommen heute zwei Videos, da ich heute frei hatte und ich habe mir mal gedacht, präsentiere euch zwei Videos und heute gucken wir uns den zweiten Teil an von Tourette's lässt Tim in der Tanzschule verschwinden. Okay, es hört sich schon sehr geil an. Wir wurden ja im ersten Teil ein bisschen geteased, ne? Der liebe Tim verschwindet ja hinterm Vorhang. Ja, ich bin gespannt, ne, die zwei Profis, ich frag mich noch, wann sich die zwei Profis bei Let's Dance anmelden, ne? Also, die sind eigentlich schon so weit, dass sie zu Let's Dance können. Aber wir gucken mal, wie es jetzt aussieht. Hey Freunde, hier seht ihr, was in der letzten Folge geschah. Einfach weiter! Greift zu. Ja, und so haben sich früher die Leute bewegt. Kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben. Ach, jetzt in den Spiegel rein. Jetzt bist du nicht. In den Spiegel rein, er muss nach Narnia. Willst du Respekt in Narnia? Weil der muss nach Narnia. Ja, dann wumms doch mal eine Dicke. Und jetzt? Dingli Dankli. Okay. So, jetzt sind wir bereit für den nächsten Part. Ja, jetzt wisst ihr ungefähr, wie ich damals getanzt habe, wo ich getrunken habe. Vielleicht kennen das viele Kerle, die jetzt nicht so die besten Tänzer sind und sich einfach denken, ah ja gut, nach dem zweiten Bier oder nach dem dritten Bier oder vielleicht nach einem Boot, also Wodka E, wird das schon was. Da habe ich auch, ich hab da Bewegungen gemacht, ne? Kennt ihr das, wenn man am nächsten Tag so aufwacht und eure Freunde sagen euch, was ihr gemacht habt? Weil erstmal, ihr habt einen Filmriss, das ist einfach der erste Punkt, weil ihr selber gar nicht mehr wisst. Aber so der zweite Punkt ist so, ey, weißt du, wie du getanzt hast? Wir haben mal ein Video von dir gemacht. Und dann zeigen die so das Video und denken, was, das bin ich nicht. Alter, komm, das hast du aber gefotoshoppt hier, ne? Schön mit Sony Vegas bearbeitet. Das bin ich definitiv nicht. Definitiv nicht hier, mein Guter. Das kannst du aber auch mal ganz schnell löschen, sonst lösche ich deine Existenz aus. Wenn du es irgendjemandem zeigst, ne, dann war das letzte Mal, dass du jemandem was gezeigt hast. Ja, ich habe damals auch so ein paar Videos von mir gesehen, wo ich gedacht habe, okay, mein Guter, wir müssen mal kurz reden. Sollte das Video nicht auf dein Handy verschwinden? Oder sollst du es jemandem zeigen? Kannst du eigentlich heute schon deine Beerdigung planen? Ja, man kennt's. Okay, so jetzt sind wir bereit für den nächsten Part. Wir haben ja gerade alleine gemacht, das Laufen. Okay? Ja. Genau das machen wir jetzt. So, dann suchen wir den Abstand. Dann der Corona-Abstand, ganz ist wichtig beim Tanzen. Der Leder, ja? Ja, kann sein. Okay? Doppelhand. Doppelhand. So, beide Arme hoch. Und die Hände zum Himmel. Komm, lass uns zum Himmel. Den hab ich gar nicht so gehabt. Los. Bist du bescheid, ne? Unter beiden. Ja. Ja. Genau. Jetzt? Und, ja, aber noch mal. Jetzt, jetzt war übelst verknoten. Und jetzt Hände runter. Ja. Wir sind wie gemacht für diesen Tanz. Ja. Also sexy geht. Das ist euer Mädchen, oder? Das ist kurz vor Stuhlgang. Das Krasse ist, das ist kurz vor Stuhlgang, alles klar. Das sind Dinge, die ich nie wissen will. Das ist ja das Geile, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber wenn ihr so Tänze lernen müsst, ne? So eine Choreografie. Habe ich ja im ersten Video schon gesagt, ne? Ich musste das ja auch schon mal machen. Es waren eigentlich voll einfache Schritte. Ich habe alles vergessen. Alles. Aber ich habe es euch ja erzählt, wir waren hinten eine eingeschworene Reihe wir haben irgendwas gemacht. War auch besser so, dass wir nach hinten kommen, weil wir haben alles vergessen. Der eine bei uns hat auch gesagt so, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ey, ich will nach Hause. Ah nee, es war schön. Ja, nee. Schöne Zeit. Also nochmal anfassen, möchtest du jetzt mal führen? Herr Hitler. Na, jetzt hat es ja. Ja, mit so einem Schulterblatt gehen. Das war eine Wespe. Ach, das tut so gut. Will ich dich auch pitchen? Nein, ich bin heute raus. Au! Okay. Das war eine Wespe. Yeah. Beide Hände. Okay.
Beide Hände nach links. Achso, du bist gerade. Das sieht eher so aus, als vor allen Dingen gerade der Tanzer. Achso, du bist gerade hier im Gisela-Modus, wollte der bestimmt sagen. Das sieht bei den beiden so ein bisschen aus, als sie eher so campeln, ne? So übelster der Fight, so, ne? Hier von wegen Street Fighter. Ne? So sieht Street Fighter aus. Achso, du musst hin. Ja! Hol das Messer raus, er kann sich nicht wehren. Schnell! So locker die Hände! Ich kann nicht loswerden. Gisela! Mach dich locker, Tim! Jan! Von Gisela! Das ist der heimliche Griff, da kann ich atmen. Alles unter Kontrolle. Okay. Und jetzt nicht, dass gleich der Stuhltanz kommt. Und jetzt dreh dich wieder zu ihm um. Ja, das ist aber auch unfolterhaft, ne? Stell dir mal vor, dein Tanzpartner irgendwie hat Bono so gegessen und hat so ein paar Probleme. Boah, Alter! Das ist auch schön und vielleicht wieder... Ja! Yeah. Okay. Das ist viel mit dir. Jetzt, was ist das Klassische, was man sich braucht für Hochzeit? Wiener Walzer. Ich glaube, da wird was heute noch eine Sicherung Jahrhundert durchbrennen. Ja, sieht man doch an mir, oder? Ja. Wir haben das gleiche Prinzip wieder. Genau, und jetzt pendeln wir so ein bisschen wie Karneval. Jetzt ist der Tim wieder, der hier führt. Ein bisschen wie Karneval. Ah, komm, da muss ich sagen, da hat einfach der Jan recht, ne? Karneval habe ich noch nie einen richtigen Tanz gesehen, ne? Außer natürlich der Karnevalzug, aber die am Rand, die sich den Zug angucken, die machen dann immer... Denkst du irgendwie, die haben Zuckungen, aber nee, das ist ein Tanz, ne? Das ist ein Tanz. Und wie schon gesagt, das sind so Momente, also so tanze ich auch, aber ich würde es lieber eher im Dunkeln machen, auf irgendeiner Party, ne? Auf, wo man das nicht so krass sieht, ne? Also, ja, ne? Ne? So ist das. Oder ein Kostüm anziehen, dass keiner weiß, wer du bist. Das wäre, glaube ich, auch noch ganz gut. Kannst du auch Hardstyle-Tänze? Ja, wir machen das Tor auf. Mach Tim, das Tor auf. Schwimmt Duell. Das bleibt zu. Tanzt durch. Ich hab gesagt, das Tor bleibt zu. Ich muss da mal durch, sonst können wir nicht tanzen. Er ist der Wächter des Tors. Okay. Ja. Und danach wieder miteinander. Und jetzt schweben wir durch den Raum hier. Hast du Speed genommen, oder was? Wir pendeln vor, rück. Jetzt. So, pass auf. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit das hier gemacht, nebeneinander. Ja, Seite. Ja, auch schön. Ja, auch schön. So. Und jetzt hätte ich gerne Folgendes probieren. Rechter Fuß zeigt beim Partner dazwischen. Jetzt hätte ich gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man die Videos so nacheinander sich anguckt, wirklich, also so einer, der die zwei Jungs nicht kennt, aber das ist ja momentan wirklich so unwahrscheinlich, also so, zumindest Leute, die wirklich sehr oft auf YouTube unterwegs sind oder jeden Tag auf YouTube unterwegs sind, und ich stelle mir das gerade so vor, wenn man wirklich die Videos nacheinander anguckt, man hat so das Gefühl, Gisela wird immer aggressiver, immer, irgendwann ist vorbei, da, ne? Da wird das Tor für immer geschlossen. Für Tim. Ich hab gesagt, du bist nirgends sicher. Also, rechter Fuß geht vorwärts. Pendel. Nebeneinander. Bleib still. Stellt euch nebeneinander, wie wir auch. Eins. Aber das sieht eher aus so. Also so. Schwung. Jetzt hör auf, hier rumzuspacken. Genau. Hör auf, hier rumzuspacken. Eins. Du Spacken. Freien Fuß ran, weg. Ran, weg. Okay, Ähnlichkeiten sind vorhanden. Ich glaube, ich habe die Audioaufnahme gar nicht angemacht. Du Idiot. Okay, doch, habe ich. Alles gut. Dann lassen wir das so. Okay. Also, weiter. Eins. Und jetzt. Chris, voll den langen Film. Wirklich so übelst intensive Arbeit. Ne? Und dann, also dein Praktikant so. Ach so. Audio wollt ihr auch mit aufnehmen? Ich dachte, wir nehmen heute noch die Bilder auf. Ja, das wäre natürlich doof, ne? Dann hätte man einen Stummfilm. Oder man kann es ja auch so nachsynchronisieren. Also heute tanzen wir. Ja. Schritt 1, Fuß nach vorne.
Schritt 2, das Tor öffnen. Öffnet das verdammte Tor! Ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht der Führer. Guck mal, das. Wir kommen dem Ziel immer näher. Hallo! So, rechter. Oh. Rechter Fuß hallo. Vorwärts, Tim. Jan, linker Fuß zurück. Konzentration. Ja, ich werde hier die ganze Zeit gepitcht. Eins. Ja. Zwei. Eins. Also, ich finde, der Tim ist schon ganz gut. Jan, wir können da noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich bin beschäftigt, Thomas. Ja, ich merke das schon. Und wir schweben. Wir schweben. Schweben durch den Saal. Naja. Oder was immer das sein soll bei euch. Los geht's. Eins, zwei. Die Mutti ist total glücklich, weißt du? Die ist total glücklich. Möchte ich immerhin das Licht führen? Soll ich ihm das Licht führen? Das ist sonst ein bisschen. Alles klar. Das war der Fall. Keck mit dir. Okay. Ja, Jan, so. Dann mach jetzt mal alleine, ne? Jetzt müssen wir wieder. Jetzt ist er ohnmächtig. Ich baue mir gerade die Schuhe zu. Ach so. Ach so, das hört sich bei mir auch immer so an. Ja. Wow, die Vorher-Nachher-Show. Sehr schön. Komm mal auf die Fläche. Noch hässlicher als vorher. So. Der Tim hat bestimmt irgendwas kaputt gemacht, so 5000 Euro kostet. Kommt so ganz dabei raus. Mir hat mir die Schuhe zugemacht. Geht sie da bitte hinten rein, du. Das könntest du gerne machen, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind und hier raus sind. Ah, wir probieren nochmal. Abschluss. Wiener Walzer, wir wollen schweben. Ja. Das ist was anderes. Das ist Tango. Wir machen Wiener Walzer. Nee, das ist was anderes. Das macht man ja. Echt? Bei einem Partner in gewissen Situationen, wenn sie das mag. Es wird so lange geführt, bis Warschau wieder deutsch ist. Wenn man aber in der gewissen Situation von der Partnerin Haare gerade in der Hand hat, dann hat man es festgezogen, glaubt mir. Kann passieren, ist mir definitiv nicht passiert. Aber ja, da sollte man echt aufpassen. Wenn man auf einmal Haare hat, am besten nur, wenn es die Partnerin hier merkt, einfach irgendwo schnell hin oder der Partner einfach irgendwo schnell hin. Ja. Da gibt es nichts zu lachen. Ich gebe dir. Ja, und mit der gewissen Situation meine ich natürlich schwimmen. So, wollen wir den nochmal drehen lassen, den Tim? Was ihr immer denkt. Crazy. Verbeugen. Ja, bück dich, Schlampe. So. Stellt man sich Tanzschule vor, oder? Somit. Grüß Gott. Servus! Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen. Ich fand's super. Hat Spaß gemacht. Ich fand's super. Ja, geil. Beim Oktoberfest der Renner. Tim hat sogar einen Einblick hinten bekommen. Ja, aber ich hinter den Kulissen. Verstehe ich doch. Welcher Tanz ist das, wo man so macht? So dumm, dumm, dumm. Das machen wir, das können wir. So, jetzt einfach laufen. Tim, du musst nicht durchdrücken, das ist keine Kampfsportart. Leicht. Dann, wir rammen die weg. Wir rammen die weg. Laufen, laufen, stehen, stabile Position. Das war romantisch. Der hat mich verängstigt angeguckt. So, Jan, du musst eine stabile Position haben, weil da weiß ich nicht, was anderes. Wenn man den Tanzpartner loswerden will. So, laufen, 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 stehen bleiben. Stabile Position, Jan, und... Nimm ihn. Und wieder zurück. Mir ist übrigens eine witzige Geschichte. Ich glaube, das war in der 5. Klasse oder 6. Klasse. Es war definitiv noch drüben. Da habe ich drüben im Westen gewohnt. Wir hatten bei uns wir hatten eine Gesamtschule. Und wir hatten bei uns eine Bühne. Und wir mussten für die neuen Schüler was vorführen. Und ich hatte den Part mit Mädchen. Ich weiß gar nicht mehr, was musste ich nochmal machen? Ich musste irgendwas machen und ich hatte so Lampenfieber, ich hab die einfach losgelassen, die ist hingeflogen. Ich dachte, oh, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Vor allem, ihr müsst euch das vorstellen, der ganze Saal, ne? Ich glaube, das war einer der Gründe, wieso ich so Lampenfieber bekommen habe. Aber nicht nur deshalb, ich musste mal, das habe ich euch ja auch mal erzählt, ich musste ja mal auf der Bühne meine AG vorstellen, habe ich komplett verkackt, ich stand da so da, ja, also, die haben Fische und, ja, wir reinigen das Aquarium, ja,
Ich hoffe, ihr macht mit. So war ungefähr, ne? So habe ich das erklärt. Und das war auch, das war die andere Situation. Aber die erste war halt wirklich so, ich weiß nicht mal, was ich mit dem Mädchen machen musste. Eine Drehung oder keine Ahnung. Hat die dann losgelassen, hat gedacht, komm, Alter, mach das selber. Stand dann so da, ihr müsst euch das vorstellen, ne? Der ganze Raum auf einmal lacht, ne? Dann stehst du dann so da als kleiner Bubele, ne? Alle, die haben ja nie, ich weiß, dass die mich ausgelacht haben, aber die haben über die Situation gelacht und ich dachte so, ich hätte jetzt so gerne ein paar Dinge, dass die Leute aufhören mit Lachen, dass es hier ganz schnell wieder ruhig im Saal wird. Ja. Ja, das Mädchen war mir egal. Mir war nur meine Situation wichtiger. Nein, also auch nichts passiert, wie schon gesagt, ich war halt unfassbar nervös. Ich weiß auch nicht mehr, was wir vorführen mussten. Zumindest irgendwas, wo ich die glaube, ich muss die so am Ende irgendwie so festhalten oder so und hab die dann irgendwie, ja, ne? Fick mit dir, pack mich nie an. Auf die Kamera zu, stabile Position, Tim, und. Ich hatte nur kurz Angst ums Knie, das habe ich selber gemacht. Du musst dich fallen lassen. Und. Tim denkt. Hä? So, Flex, Ruhe! Ruhe! Vielen, vielen Dank an dich, dass du so viel erzählt hast. Ja, danke. Der ist cool, der Tanzlehrer ist richtig cool. Okay, ich glaube, Gisela hatte auch sehr viel Spaß. Ich hatte auch Spaß. Machen wir da auch Spaß? Ja, das hat aber Spaß gemacht. Danke, dass du auch mitgemacht hast, dass ihr beiden das mal vorgestellt habt. Ja, ganz spontan, das war schön. So, Freunde, wir sind am Ende dieses wundervollen Videos angekommen. Jetzt waren wir endlich auch mal in der Tanzschule. Wie hat es dir gefallen? Also, es war auf jeden Fall mal interessant, so ein bisschen Tanzen professionell zu lernen. Gisela hat es, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt 100.000 blaue Flecken auf dem Rücken. Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch dieses Video auch so gut gefallen hat. Schaut auf jeden Fall mal bei der Tanzschule und bei Marion vorbei. Ist beides unten in der Beschreibung verlinkt. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen, Freunde. Und dass wir uns bei unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Auch geile Verabschiedung. Tschüss. Ah, cool. War's richtig cool. Ich finde auch der Tanzlehrer auch sehr sympathisch. Der Tanzlehrer war echt mega sympathisch. Also man fühlt bei ihm auch, er macht seinen Job ziemlich gerne und er ist, glaube ich, auch ein sehr geduldiger Mensch. Ja, mit mir würde der irgendwann sagen, ach komm, ey, komm, hier. Du kriegst dein ganzes Geld zurück, die monatlichen Ausgaben kriegst du alle wieder zurück hier. Piss dich und komm nie wieder. Alles egal, das bin ja nur ich, ne? Dann sag ich mal, alles klar, dein Laden ist morgen weg. Der wird morgen brennen. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tanzen ist auch sowas, was ich vielleicht nie lernen wollte. Professionell zumindest nie. Also es ist irgendwie sowas, weiß ich nicht. Für mich ist eher, was ich zum Beispiel extrem geil finde, wo ich wirklich extrem geil werde, ist halt Sport. Für mich ist es wirklich so Sport. Was für viele so Tanzen ist, ist für mich Sport, ne? Beim Tanzen kann man sagen, lernt man halt Tänze logischerweise. Und beim Sport lernt man ja auch so ein bisschen seinen Körper kennen. Man wird, das klingt dumm, aber man wird wirklich so ein bisschen eins mit sich selber. Vor allem für die Leute, die wo der Kopf vielleicht abends Karussell spielt und sagt, du gehst noch nicht schlafen, ist Sport wirklich, weil Sport macht dich dann abends müde, vor allen Dingen Sport motiviert dich auch wie Sau. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Kann ich jedem empfehlen. Ich mache momentan nur Home-Training, aber es wird sich bald auch wieder ändern. Werde dann wieder richtig Sport machen. Fang dann mit 1 Kilo dann an und dann geht's los. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und jo. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch definitiv einen wunderschönen Abend noch. Lasst euch nicht ärgern und ja, bis morgen. Tschüssi.